Up to you. Next Level Print, herzlich willkommen. Mein Name ist Ehsan Akbari von der Walter AG. Wir sind heute das erste Mal hier dabei und das erste Mal noch in der Print-Familie dabei vom Kometen. Wir haben jetzt circa seit 18 Monaten die PrintU im Einsatz. Wir haben die zusammen mit Kaffeekorn implementiert. Und wir würden Ihnen gerne heute ein bisschen so vorstellen, was wir denn alles gemacht haben. Wer sind wir? Kennen Sie uns überhaupt, Walter? Wenn ich sage Walter, kommen alle und sagen, hey, ihr macht doch die Pistolen. Nee, wir machen keine Pistolen, wir machen was? Wir machen Werkzeuge. Wir machen Werkzeuge für die Industrie. Wir machen Gewindewerkzeuge, Drehwerkzeuge, Bohrwerkzeuge und Fräswerkzeuge. Seit über 100 Jahren machen wir das sehr erfolgreich. Wir haben mittlerweile 4000 Mitarbeiter weltweit und wachsen und wachsen und wachsen. Wir sind ein Global Player bei der Sandvik-Familie, die weltweit im Mining und Rocking auch aktiv ist. Unser Headquarter ist in Tübingen und gerne nächste Slide, Uli. Und das ist unsere Vision. Ich weiß, alle sagen, oh, Vision, Mission, etc. Aber eine Vision braucht jeder. Eine Vision ist nicht erreichbar. Das ist unsere Vision. Walter ist die erste Wahl, um hochkarätige Engineering-Lösungen mit Mehrwert zu erzielen und zu erzeugen. Nächstes Slide. Was verstehen wir unter dem Wort Engineering Competence? Ganz wichtig, das Z. Das passt irgendwie gar nicht rein ins Englische. Aber das unterzeichnet hier unsere schwäbischen Wurzeln. Wir kommen aus dem Schwabenländle, Tübinger. Kompetenz hat sich mittlerweile auch so eingebürgert. Wir verstehen darunter die Vorbereitung, das Kerngeschäft mit den Werkzeugen und natürlich auch die Überwachung der Prozesse. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, diese Werkzeuge, die kosten jetzt nicht so wie die im Baumarkt, die kosten richtig viel. Und deswegen ist es ganz arg wichtig, dass die Prozesse überwachbar sind, dass da Prozesssicherheit dahinter steckt. Sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Stellen Sie sich vor, Sie haben so ein Bauteil, arbeiten 3, 4, 5 Wochen dran und am Ende kommt irgendein Werkzeug zum Einsatz und zerstört das gesamte Bauteil. Können Sie die Millionen wegschmeißen. Nächste Folie bitte. Was wir genau machen ist, wie schon vorher erwähnt, wir haben Fräsen, wir haben das Drehen, wir haben das Bohren, wir haben das Gewinden und natürlich den ganzen Service drumherum. Also wie kann ich diese Werkzeuge einsetzen? Brauche ich alle Werkzeuge direkt vor Ort? Kann ich die Werkzeuge auch im Toolmanagement haben? Und natürlich auch die digitale Lösungen. Ganz neu als digitale Lösung. Der CAD-CAM-Designer kann sein Bauteil bei uns hochladen und anhand des 3D-Modells sagen wir ihm, du pass auf, das und das und das Werkzeug kannst du einsetzen mit den und den Schnittdaten. Kostet dich so und so viel Euro. Ja, kannst du haben. Das Ding nennt sich bei uns weiter InnoTime. Nächste Folie bitte. Und das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz entscheidende Folie für viele, die nicht aus der Branche kommen. Wo sind wir denn relativ stark? Wir sind relativ stark in der Automotivindustrie. Hier haben wir den Wandel von Verbrenner zum Hybriden oder auch zum kompletten E-Auto-Antrieb, was viel Aluminium bedeutet. Wir sind sehr stark in der Luft- und Raumfahrt, hat mit Corona keinen so guten Start gehabt, aber mittlerweile geht das Ding richtig ab. Wir sind im Bereich Energy, ganz wichtig, seit Samstag kein Atomkraftwerk, also das Ding geht wieder hoch. Und natürlich im allgemeinen Maschinenbau. Und das ist unsere Stärke in Deutschland, der allgemeine Maschinenbau. Davon haben wir relativ viele Betriebe hier in Deutschland. Hier ein paar Eckdaten zu diesen Publikationsthemen. Wir haben das Ganze angefangen mit Gaffikon, ich glaube, das war 2020. 20, genau. Ja. Genau, 2020 haben wir angefangen. Wir waren mit 5 Leuten vor Ort, also weiterseitig 5 Personen. Bei euch? Bei uns waren es 3, dieses Projekt. Von der technischen Seite her betreut haben. Das war auch für uns ein Novum gewesen, damals 2020. Wir haben das Projektabschluss, den Workshop, die Projektumsetzung komplett ohne mal sich gesehen zu haben, wirklich im Real Life getroffen zu haben. Wäre früher, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, zu sagen, ich mache ein Projekt, ohne jemand mal wirklich in die Augen geschaut zu haben. Hat funktioniert, nachher betrachtet. Wir hatten es danach aber zum Glück gesehen im letzten Jahr, zum ersten Mal. Genau. Aber das ganze Projekt lief so komplett, ohne dass man halt vor Ort sich treffen konnte. Wir hatten damals den Anspruch der Vollautomatisierung. Warum lachen Sie? Schön, ich liebe diese Runde. Jetzt macht Spaß. Ich habe das Ganze folgendermaßen noch verkauft. Es gibt einen Knopf, da drücke ich drauf. Ja, ja. Da kommt's. Alles kommt fertig vor. Richtig. Wir haben die Vollautomatisierung. Wir haben nicht einen Knopf, wir haben mehrere Knöpfe. Bei uns hat jeder Mitarbeiter seinen eigenen Knopf, mehr oder weniger.
Die Hausaufgabe hier ist aber ganz arg wichtig, zwischen der Vision und der Mission auch zu unterscheiden. Was können wir denn überhaupt automatisieren? Wir können nicht, sorry, Spruch, aber jeden Scheiß können wir nicht automatisieren. Wenn Sie Inhalte haben, die Sie nicht automatisieren können, dann können Sie die auch nicht da reinsetzen. Also müssen Sie die rausschmeißen. Müssen sich überlegen, wie behandle ich diese Themen. Das heißt, ich weiß nicht, wer das vorher gesagt hat in einem der Workshops, Vorbereitung ist ja die halbe Miete. Analysieren, Prozesse festlegen, Silos brechen. Jeder hat sein Silo, sogar wir in der eigenen Abteilung, jeder hat sein eigenes Silo. Mittlerweile, früher hast du das Gefühl, jeder hat seine eigene Festplatte. Da macht er seine Daten drauf, dann auch der seine Daten drauf. Der eine, der schickt die Korrekturen per PDF, der andere druckt sie raus. Dann gab es noch Kollegen, die haben sie reingeschrieben. Ja, wo liegen die Verantwortungen, wo liegen die Aufgaben? All das muss geklärt werden. Es muss geklärt werden, wenn wir über Single Size of Through reden. Wo liegen diese Single Size of Through? Was heißt denn das vom Prozess her? Die Aufgabe, die Hauptaufgabe bestand darin, wie kriegst du eigentlich Vertrieb und Marketing zusammen? Haben Sie eine Vorstellung, wie das geht? Wie kriegen Sie Marketing und Vertrieb zusammen? Die gleiche Sprache. Gleiche Sprache? Hat jemand noch eine andere? Gleiche Systeme, sehr gut. Vielleicht überhaupt erstmal einen Raum setzen, dass wir auch miteinander reden. Richtig. Eine kleine gemeinsame Nenner definieren. Vertrieb und Marketing kriegen Sie nur mit aller Gewalt zusammen. Vorwand, Termin machen, wo sich zusperren. Früher zusperren und dann erst wieder, wieder aussperren, wenn alle. Die Kollegen haben früher gesagt, diesen klassischen War Room hieß es, glaube ich. Ja, IT kennt das relativ gut. Ganz wichtig, IT ist ein wichtiger Stakeholder, mitnehmen, auch wenn die es nicht verstehen am Anfang. Ja, die denken, was schwätzen da vorne? Marketing schon wieder. Was wir geschafft haben mittlerweile sind 20 Publikationen. Wir haben diese, ich fange mal ganz kurz unten an mit dem Haupt- und Teilkatalog und einem Flyer. Der Flyer heißt Highlight Flyer. Den können Sie sich vorstellen, da sind die Produktneuheiten drin. Mit Marketing-Argumenten, Verkaufsargumenten, sehr werblich. Also genau das Gegenteil von einem Bestellkatalog. So, und warum war uns der wichtig? Der war zu 100% manuell. Der gesamte Prozess. Der ist jetzt zu 100% automatisiert. Wir haben neben der Printpublikation natürlich erstmal ein PIM organisiert. Wir arbeiten mit dem Stibo-Step-System zusammen. Und dort haben wir unsere Workflows, dort haben wir unsere Prozesse. Und das war die erste Erfahrung auch für unsere Produktmanager, dass sie keine Korrekturen in der PDF machen, geschweige denn überhaupt Korrekturen machen, sondern dass sie einfach irgendwo in einem PIM was anfordern müssen. Medienneutral. Das ist für die ganz neu gewesen. Ist aber jetzt Stand der Dinge. Dann haben wir noch einen Hauptkatalog, der hat 2400 Seiten. In 15 Sprachen wird er ausgegeben. Der kommt einmal im Jahr. Und wir haben einen Teilkatalog, steht hier, das ist bei uns der Innovationskatalog. Da sind tatsächlich nur die neuesten Produkte drin. Der kommt auch einmal im Jahr. Jetzt im Frühjahr, zum 14.04. war die Veröffentlichung. Und dann haben wir Preislisten, die kommen gefühlt mittlerweile durch die ganzen Preiserhöhungen alle 4 Monate gefühlt. Keine Ahnung, früher kam er jährlich. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte bei diesen Katalogthemen, der Hauptkatalog, den wir produzieren, der wird bei uns nicht gedruckt. Also diese 2400 Seiten, die wir produzieren, die einmal im Jahr erscheinen, die gibt es nur als PDF. Also der wird nicht gedruckt, der wird nicht geprintet, weil wir einfach diesen Aufwand, diese Ressourcen, 3 Monate Produktion, jetzt verschickst du das Ding 5 Kilo durch die halbe Welt. Bis der Kunde in Japan das kriegt, ist das Ding schon per se obsolet. Also macht gar keinen Sinn. Und das war so unsere Eckdaten für diese Publikation. So, dann, Esan hat eben schon gesagt, das heißt, wir standen gewisse Systemlandschaften, die halt Gegebenheiten sind bei Walter. Das heißt, wir haben das SAP-System als reines ERP-System, Stibo-Step, komme ich später noch ein bisschen drauf, als PIM-MAM-System, wo wir die Daten rausbeziehen. Das Ganze dadurch, dass Walter halt international aufgestellt ist, ist die Serverlandschaft auch sehr stark verteilt von Holland, Schweden bis halt wirklich USA, komplett verteilte Systeme. Dementsprechend auch die Zugriffe der Mitarbeiter, sowohl intern als auch extern, sprich zur Verfügung stellen, wie kommt man an die Bilddaten dran, wenn ich jetzt einen externen Grafiker habe, der auch mal das PDF halt bei sich bearbeiten möchte oder das InDesign inklusive der Bilder haben möchte, um es zu verpacken, um es weiter zu verwenden, eventuell Teile anzupassen, zu schauen, wie bekommt man diese Mitarbeiter wirklich auch in den Prozess mit eingeflossen.
Wir haben das SharePoint als Datenaustauschplattform gehabt, sowohl für uns von der Entwicklungsseite her, als auch von den Mitarbeitern her. Das heißt, alle Bereiche, Updates, die wir gemacht haben, von dem Komet-System, Update der Template etc., das Ganze wurde über SharePoint-System ausgetauscht und das Ganze lief auf einer reinen Windows-Basis. Das heißt, an der Stelle entweder native Maschinen oder wir von extern über VDIs. Das heißt, da wir keinen direkten Zugriff auf Netzwerk hatten. Das war auch so ein Thema. Am Anfang gab es noch VPN-Zugriffe in das System rein und da. Das wurde aber dann mitten im Projekt geändert. Auch das sind dann so ein paar Dinge, mit denen man dann zurechtkommen muss, sagen, wie kann man halt plötzlich IT-Infrastrukturen, die sich anhand der Vorgaben ändern, in ein Projekt mit einbauen, weil es hat natürlich dann auch Auswirkungen gehabt. Sprich, das ganze Testen, das ganze Entwickeln, das ganze Update-Management musste halt komplett innerhalb des Projektes neu aufgesetzt werden, da man halt keinen direkten Zugriff mehr auf das Netzwerk hatte. Ja, so sehen die Seiten aus, die wir hier vollautomatisiert erstellen, zu 100%. Von links klassische Bestellseiten, die nicht so einfach waren letztendlich mit Tabellen. Also das dachten wir natürlich nicht, aber Uli hat uns eines Besseren belehrt. Wir sahen das natürlich etwas einfacher. Dann haben wir weiter oben in der Mitte, das sind diese klassische Preislisten. Das ist jetzt nichts Bewegendes. Die Herausforderung bei den Preislisten war aber eher, dass da die Daten nicht im PIM vorliegen. Also die Daten werden dann über CSV oder Excel, XML bereitgestellt. Und dann müssen die halt eingespielt werden. Und ja, worauf wir natürlich ganz stolz sind, sind auf die nächsten zwei Sachen. Das untere, das ist dieser Highlight-Flyer, von dem ich erzählt hatte Ihnen. Hier haben wir die Verkaufsargumente. Da sind wir relativ stolz drauf, dass wir den jetzt, dass wir auch den Prozess zu 100% automatisiert haben. Bedeutet nämlich auch beim Produktmanagement, Sie haben keine 25 Korrekturschleifen, sondern nur eine. Ja, also das Gesicht vom Produktmanagement-Chef hätten Sie auch sehen sollen. So, super. Dann haben wir auch noch hier ganz rechts sogenannte Programmübersichtsseiten. Das ist eine Erfindung von uns gewesen, wo wir mal einen ganz neuen Weg gegangen sind. Wir haben gesagt, wie können wir denn Web und Print vereinen? Da sind wir auf die Idee gekommen, naja gut, wenn wir schon die Sachen, die wir nicht automatisieren können, rausnehmen und in den Online-Katalog bringen, dann müssen wir auch den Kunden irgendwie darauf aufmerksam machen, wo er das Zeug finden kann bei den Produkten. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir hier sogenannte QR-Codes reinbringen mit einem Shortcut, den man sich merken kann. Der Shortcut geht walter-tutz.com/wok. Walter Online-Katalog steht wok. Und dann einfach den Produktnamen. Dann landen Sie automatisch auf der Produktseite im Online-Katalog, der sehr gut frequentiert ist bei uns. Und dann hat der Kunde die Möglichkeit, auch weitere Informationen dort, die nicht automatisiert abrufbar sind, dort entsprechend abzurufen. Sie können sich vorstellen, die Begeisterung beim Vertrieb war, die waren nicht begeistert. Die wollen das gedruckt. Mittlerweile sagen die Kunden, hey geil, das ist genau das, was wir wollen. Und auch der Vertrieb kann damit arbeiten. Das heißt, manchmal muss man halt einfach auch die Leute dazu zwingen, diese neuen Wege zu gehen. Und das hat auch einen Vorteil für uns, weil was Sie jetzt hier sehen auf dieser Seite, auf dieser rechten Doppelseite, sieht jetzt nicht so spannend aus, ich weiß, ist auch nicht sexy, wenn man das so sagen darf. Aber das sind tatsächlich 20 Produktbilder, die abgebildet werden. Die würden in sich 170 Bestellseiten abbilden. Und diese 170 Bestellseiten spare ich mir hier. Und das war auch ein Thema von uns, von der Umsetzung her. Das heißt, auch wenn man einen Blick auf die, gerade auf die beiden, das linke und das rechte Produkt wirft, auf die Printpublikation, Herausforderungen, die wir in dem Projekt hatten, gehe ich nachher noch ein bisschen drauf ein. Gerade wie der Esan schon gesagt hatte, hinter einer Spalte dieser Programmübersicht auf der rechten Seite sind teilweise 600-700 Produkte. Das heißt, ich habe teilweise 4.000 bis 5.000 Anfragen an die Datenbank, nur um diese eine Spalte zu erzeugen. Und da geht es halt darum, um das Thema Performance. Das heißt, da, wenn ich habe Katalog mit 2.500 Seiten, davon sind 300-400 Seiten diese Bestellübersichten. Ich habe über 60.000 Produkte, die ich entsprechend halt dann aufbauen muss. Und dann das Thema halt Faktor 20, die entsprechenden Sprachen. Das heißt, bestimmte Textinformationen sind sprachabhängig. Das heißt, dort wurde dann halt nachher geschaut von der Optimierung her, wie kann ich halt dann wirklich Abläufe optimieren. Weil wir hatten das für die erste Sprache gemacht und dann plötzlich festgestellt, wenn ich das Ganze mal 23 mache, habe ich gewisse Laufzeiten. Und bei 2000 Seiten Laufzeiten, ja, das ist dann schon Tage, Wochen, Anführungszeichen. Und da geht es halt darum, wie kann ich halt genau diese Abläufe optimieren, wie kann ich halt meine Laufzeiten reduzieren. Und da werde ich noch ein paar Dinge erzählen, die wir schon eben hatten und wie wir da einige Sachen umgesetzt haben.
Genau, der Wunsch der 100% war für uns spannend, als wir das Projekt begonnen hatten, weil das halt auch eine Anforderung ist, die eigentlich jeder kommt und jeder weiß, man hat halt gewisse Dinge, die gehen, gewisse Dinge, die gehen nicht. Und wir schauen, wie kommt man aber an dem Ziel näher. Das heißt, auch da hatten wir uns iterativ angenähert. Das heißt, auch mit Esan und mit seinem Team zusammen gesagt, man hat Quickweed identifiziert, was mache ich im ersten Step, wie kann ich dann halt für die weiteren Publikationen immer weiter meinen Automatisierungsgrad erhöhen, um dann nachher zu dem Ziel, was man hat, der 100% Automatisierung näher bzw. es zu erreichen. Es gibt gewisse dynamische, also Großteil dynamische Seiten, aber auch gewisse statische Seiten, wie Produktabbildungen, wie Werbeinformationen, Füllseiten, die halt automatisch in den Prozess eingebaut werden müssen. Das heißt, um Seitenumbrüche hinsichtlich Links-Rechts-Automatisierung, es werden dann halt Karo-Notizseiten automatisch eingefügt in das Ganze, damit ich halt meinen Seitenumbruch entsprechend den Vorgaben, dass gewisse Regelwerke, die existieren, gewisse Seiten, gewisse Produkte müssen eben auf der linken Seite beginnen, damit ich die so gut wie möglich automatisieren kann. Und auch da natürlich Schwarzwechsel, gerade bei den Tabellen, die wir eben gesehen haben. Ich habe Grafiken in der Tabelle, das heißt, ich muss die Grafiken auf jeder Sprachebene haben, weil ich in der Tabelle ja nicht unterschiedliche Ebenen wechseln kann. Das heißt, auch da zwischen langlaufenden Sprachen, Französisch oder ich habe koreanische, japanische Zeichen mit drin, von den unterschiedlichen Höhen der Fonts entsprechend so zu hantieren, dass ich wirklich einen 100% Schwarzwechsel garantieren kann. Dass ich Tabellen, die über 4-5 Seiten laufen mit den Umbrüchen in allen Sprachen, genau wirklich den Umbruch entsprechend gleichhalten kann. Und komplexe Tabellen, wir hatten eben auf der linken Seite so eine Bestellseite gesehen und das ist so ein Thema, gerade was Umbrüche angeht, wenn die das Ganze mal Thema Mehrsprachigkeit gehen. Tabelle zu erzeugen im InDesign auf 10 Seiten mit relativ vielen Zellen, das heißt teilweise bis zu 10.000 Zellen auf den 10 Seiten, kopieren in die erste Sprache 9 Minuten, kopieren auf die zweite Sprache 40 Minuten, kopieren auf die dritte Sprache 3 Stunden 17. Und das Ganze bei 20 Sprachen zu schauen, wie kann ich genau diesen, ich nenne es mal Effekt von InDesign, wie kann ich den umgehen, dass ich halt wirklich hingehen kann, wie kann ich auch meine Sprachtabellen, meine Informationen, die ich habe, performant in alle Sprachebenen ausrollen. Das sind manchmal InDesign, die einem ein paar kleine Steinchen in den Weg werfen. Und da muss man halt schauen, wie findet man Workarounds da herum. Und gerade das, was wir eben schon gesagt hatten, die starke Reduktion in den Programmübersichten, dass ich halt eine Spalte habe, die aber, wie der dann sagte, fast 170 Seiten Bestellkatalog entsprechen. Gerade wie kann man halt auch diese Abfragen, diese Flut an Daten so optimieren, dass ich halt meine Publikation entsprechend optimiert herausbekomme. Dazu, wie Esan schon sagte, gab es parallel dazu ein neues PIM-System, was eingeführt worden ist. Ich nenne es mal dynamische Datenstrukturen. Einmal, oh Gott, nach dem Motto, eine Seite hat man eine Schnittstelle programmiert, angepasst. Nächste Woche hieß es, wir mussten was ändern im PIM. Die Daten liegen jetzt wo ganz anders oder ihr müsst die Schnittstelle wieder anpassen, damit ihr wieder an die gleichen Daten kommt. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Vorteil, wenn man halt hingeht und sagt, ich bräuchte halt für bestimmte Anfragen zu optimieren, bestimmte Daten, bestimmte Felder noch im PIM schon entweder zusammengefasst oder optimiert, kann ich das dementsprechend in den Projektstep gerade noch mit einbringen. Das war Wunsch und Segen, je nachdem, wie man es nimmt, an der Stelle die parallele Einführung des neuen PIM-Systems. Wir hatten die neue Schnittstelle GraphQL, mit der wir die Daten aus dem PIM ziehen. Eben schon gesagt, die sehr komplexe Datenstrukturen mit hunderten Varianten, die ich habe pro Artikel, weil ein Bohrer hat verschiedene Längen, hat verschiedene Stärken und alle diese Varianten sind zusammengefasst in einem Hauptprodukt, aber jede Variante muss abgefragt werden, um bestimmte Min-Max-Werte in Tabellen darzustellen und das ist natürlich halt eine enorme Aufwand, um diese Schnittstellenanfragen zu optimieren. Vielleicht kann man an der Stelle auch erwähnen, Uli, dass wir hier bei Produkten von unterschiedlich zwischen 400 und 600 Attribute reden an einem einzigen Produkt bei 45.000 Standardprodukten. Und auf der anderen Seite hatten wir einen sehr straffen Zeitplan, Wunsch von Walter zu sagen, dann und dann hätten wir gerne die ersten Ausgaben.
um zu sagen, wie kommen wir halt dorthin, sprich Quick-Wins zu identifizieren, dass ich sagen kann, ich gehe halt mit einem reduzierten Prozentsatz die erste Produktion. Man lernt mit dem Thema, auch intern im Team habe ich natürlich durch ein neues Programm, durch einen neuen Workflow, durch neue Prozesse mit Comet Dinge, die ich adaptieren muss im eigenen Hause. Und so hatten wir das dann über verschiedene Steps dann bis hin zur letztendlichen 100% Automatisierung dann ausgerollt. Kataloge mit teilweise mehr als 250 Dateien gibt bei Verwendung des InDesign-Servers. Das heißt, das Ganze wird generiert über einen InDesign-Server mit aktuell 12 Instanzen. Ja. Und gibt natürlich da gerade bei der Verwendung dieser maximalen Anzahl von Dateien, die der mit dem InDesign-Server nicht so einfach zu handeln gibt, ein paar Herausforderungen an uns. Wie bekomme ich das Generieren, Inhaltsverzeichnisse, Seitenpaginierungen, die in Comet an der Stelle nicht so einfach umzusetzen sind, auch in Kombination, sprich wir haben JavaScript für InDesign Server kombiniert mit Comet-Plugins, um halt größere Dateien entsprechend produktiv und zügig entsprechend verarbeiten zu können. Und last but not least, wir hatten es eben gesagt, Corona, es gab keine Workshops, keine Meetings und was natürlich für uns für so eine Projektgröße auch das erste Mal war und deswegen auch für uns eine entsprechende Herausforderung an die Umsetzung. Genau, also die Umsetzung bei uns war sehr agil, auch sehr neu. Wir sind ja eigentlich Engineering, Ingenieure wollen es 100%. Da gibt es kein Proof of Concept oder agiles Working. Das heißt, ein Ingenieur will es perfektioniert haben, bevor es rausbringt. Geht nicht. Wir müssen es agil umsetzen. Wir haben hier bei unseren lieben Pareto eingesetzt. Pareto-Prinzip sagt 80-20. Ich investiere 20% meiner Energie und bekomme 80% Benefit. Damit fange ich an. Das Ding ist ein MVP, Minimum Available Product. Damit gehe ich auf die Straße. IT kennt sich damit bestens aus. Für uns war das alles neu. Ja, es war neu, dass die Kollegen gesagt haben, das funktioniert aber noch nicht, das ist schon live. Ja, keine Sorge, es wird weiterentwickelt. Iterativ, alle 2-3 Wochen kommen neue Erweiterungen hinzu. Und natürlich auch nach dem Eisenhower-Prinzip. Das heißt, wir haben Features, wir haben Erweiterungen, die sind geplant, die kommen rein, aber man erkennt auch so, wenn man mit dem Comet ein bisschen arbeitet und mit dem InDesign-Server arbeitet, ich hätte noch gern diese Erweiterung. Eins dürfen Sie nicht vergessen, das sind Grafiker, die haben 20, 30 Jahre lang mit InDesign oder Quark sogar gearbeitet. Und dann kommst du daher und sagst, guck mal hier, das Ding macht alles automatisch. Ja klar, macht das automatisch. Und dann arbeiten die damit und sagen die irgendwann, hey cool, ich könnte ja vielleicht diesen und diesen Prozess noch integrieren. Ja, kannst du. So, und dann wird das Ganze bewertet, reingesetzt. Was sorgt denn das dafür? Es sorgt dafür Vertrauen vom System für die Mitarbeiter. Ohne die haben wir verloren. Und das haben wir mit diesem Eisenhower-Prinzip auch hingekriegt. Viele Erweiterungen, eigene Erweiterungen sind implementiert. Das ist auch schön so. Was aber auch wichtig war, einfach auch Prioritäten zu setzen. Was können wir bis zur nächsten Veröffentlichung realisieren und was nicht? Und wie gehen wir damit einfach um? Also sich nicht auch diesen alles wünschen und sagen, okay, wird schon klappen. Gut, für uns waren das halt dann die klar definierten Milestones, wie ihr jetzt dann schon sagt. Das heißt, es war relativ fest definiert, was, aber die Reihenfolge, was wann kommt, was wie kommt, gerade das war wirklich halt extrem flexibel von den Ergebnissen aufbauend, die man im Schritt A hatte, wird Schritt B teilweise neu implementiert, beziehungsweise das Ziel neu definiert für den Schritt B, weil man sagt, okay, auf dem Pfad gehe ich jetzt schneller, brauche eher für das Produktmanagement, für die entsprechenden Mitarbeiter vielleicht Ergebnisse, die am Anfang ganz hinten geplant waren. Das heißt, wir waren sehr dynamisch, was die Umsetzung angeht und für die wirklich Zielerreichung war teilweise am nächsten Montag das Wort von letzten Montag schon wieder Geschichte, weil man gemerkt hat, okay, wir brauchen genau diese anderen Themen. Das heißt, dort sehr kreativ, sehr flexibel zu sein, was für unser Team enorm auch reindenken, das Ganze mal auch für dein Team und wie das Ganze da umgesetzt worden ist. Und das wird auch nachher eines der Themen sein, gerade mit den Teamarbeiten, die Kommunikation innerhalb des Teams oder auch zwischen uns als Umsetzer, als Dienstleister für euch als Firma. Diese Kommunikation ist halt immens wichtig. Und bei den ganzen Fremdsprachen sind wir strikt nach der Regel vorgegangen. Die ganze Logik wurde alles auf eine Sprache adaptiert. Sprich, es wurde mit einer Sprache begonnen, dort das Regelwerk so gut wie möglich umgesetzt und dann nachher nur noch das Delta, was die Fremdsprachen angeht. Sprich, Anpassen der Überläufe, wie gehe ich um mit länger laufenden Sprachen? Muss ich Schriften verkleinern? Muss ich gewisse Sachen optimieren, um halt wirklich Schwarzwechsel genau zu sagen, okay, ich habe hier meinen Umbruch von der ersten Sprache, der steht und wird so verwendet für alle weiteren Sprachen.
Und wie so oft natürlich, time is money. Das waren halt diese Optimierungen, die wir immer zwischen den einzelnen Publikationen gemacht haben. Das heißt, nach dem ersten Katalog, nach den ersten Publikationen, die wir erstellt haben, geschaut, was musste noch manuell gemacht werden? Wo kann man vielleicht diese manuellen Schritte reduzieren? Wie kann ich die noch besser automatisieren? Gibt es vielleicht Dinge, die ich am Anfang noch gar nicht gesehen habe, die ich aber dringend brauche für den nächsten Schritt? Und so hat man quasi auch jetzt immer noch ein weiteres Ongoing, ein Doing zu Sachen, wie kann ich halt meinen Prozess, weil es werden immer mehr Publikationen, kommen immer mehr Typen von Publikationen hinzu, mehr Leute, die in das System, weil es browserbasiert, die Printspeed verwendet wird, haben viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Leute Möglichkeiten, mit dem System zu arbeiten und dann auch zu schauen, wie kann ich selber Inhalte generieren, habe meine Vorschau, ändere die Daten im PIM, mache meine Erstellung wieder selbst als PM und muss nicht das Marketing-Team, bis vorher war, sagen, ich bräuchte jetzt bitte mal den Flyer, bräuchte mal das, sondern ich kann viel mehr Mitarbeiter in das ganze System integrieren. Und von der Printseite her gesehen, es gibt halt gewisse Informationen oder sehr viele Informationen, die im PIM vorhanden waren, die angepasst worden sind, aber nicht alle diese Informationen kann ich wirklich über das PIM pflegen, die ich halt nachher Comet-spezifisch benötige. Das heißt, wir haben sehr stark die Parameter, die ich im Publication Planner setzen kann und editieren kann, verwendet. Und die sind auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite, wenn es darum geht, ich habe hierarchische Dokumentstrukturen, bisschen problematisch, was Vererbung angeht. Und so haben wir halt im dritten oder vierten Step, sage ich mal, eine eigene API geschrieben, dass ich die Möglichkeit habe, ich klicke einfach einen Katalog im Publication Planner an und lasse mir alle Parameter, die ich habe, als Excel-Liste ausgeben, kann die im Excel pflegen, entsprechend viel einfacher im Excel pflegen und kann genau diese Excel wieder in den Publication Planner zurückspielen, sodass ich für meinen Strukturbaum alle Informationen, die ich benötige, mittlerweile sind es teilweise bis zu 30 Parameter, die ich an jedem InDesign-Dokument pflegen kann, um diese halt effektiv zu pflegen, nicht 5 Stück pflegen, speichern klicken, muss wieder neu aufklappen, das nächste pflegen, wieder speichern, was im Publication Planner sehr mühsam ist, gerade bei einer großen Menge, wenn ich das bei 250 Dateien ein Parameter ändern muss, sitzt man 3 Tage später noch dran. Und daraufhin haben wir halt eine API entwickelt, dass ich genau diese Informationen als Excel-Liste exportieren kann aus dem Planner und nachher wieder als Excel-Liste rein importieren kann. Kurze Frage, Herr Finkler, konnten Sie dadurch oder müssen Sie überhaupt im Stibo irgendwelche kanalspezifischen oder speziell jetzt für diese Print-Publikation relevanten Daten schon akkreditieren oder konnten Sie das komplett aus dem PIM fernhalten und sagen, das machen wir alles erst bei der Ausgabe? Also wir hatten die Möglichkeit im PIM noch, klar, wir mussten dort auch die Publikation anlegen, extra für den Kometen. Und dann gab es noch die Möglichkeit, dort an der Seite was zu pflegen, an dieser speziellen Publikation. Aber tatsächlich haben wir versucht, so viel wie möglich aus dem PIM rauszuhalten, weil wir sagen ja medienneutral. Ja? Und hier geht es um Katalog, PDFs. Ja? Wie gut klappt das denn immer, ne? Also, das rauszuhalten? Schwierig, ja. Aber es ging ziemlich gut. Es ging, ja. Cool. Man muss es halt stringent auch trennen. Ja. Pass auf, das ist medienneutral, das kommt da rein, da geht es ja schon mit Diskussionen los, hochgestellte 2 bei irgendwelchen Formeln. Ja, da können sich mit den Datenleuten die Köpfe einschlagen. Der sagt, nee, kommt nicht rein. Gut, aber du kannst natürlich das mit 2 ausgeschrieben auf der Webseite zeigen. Das ist mir egal. Nee, ist falsch. Oder aber auch sagen, okay, pass auf, wir finden einen Kompromiss oder wir legen Regelwerk an, damit wir solche Texte überarbeiten können. Also es geht sehr, sehr, es kann recht schnell in die Tiefe gehen, wenn man darüber redet. Man muss einfach strikt bleiben. Also knallhart, nee, kommt nicht rein, fertig. Und dann leben wir auch damit. Jetzt muss es der Kollege im Web irgendwie lösen. Das ist ein Problem, mehr oder weniger. Ja, aber die Daten sind nicht in dem Fall. Richtig. Das ist ja oft die Gefahr, denn, dass man sich doch dann wieder dazu verleiten lässt, das vielleicht im PIM ein Stück weit mit abzubilden. Und wenn man dann mal dran denkt, naja, vielleicht hat das PIM aber eine geringere Halbwertszeit als die anderen Systeme, und dann tausche ich das irgendwann aus und nehme die Logik daraus, die ich aber für den Printkanal brauche, das ist dann wieder gut, also gut gelöst. Letztendlich ist wirklich entscheidend, wie Sie schon sagten, wo brauche ich diese Logik? Ja. Habe ich diese Logik, die ich wirklich printkanalspezifisch habe, macht es vielleicht Sinn, die aus dem PIM rauszuhalten? Habe ich eine Logik, die ich halt allgemeingültiger brauche? Das heißt, sei es mein Strukturbau oder bestimmte Regelwerke, wie fasse ich Produkte zusammen? Habe ich eine Pflegestruktur und habe eine Ausgabestruktur? Dass ich andere Produkte aus verschiedenen Pflegestrukturen in eine Ausgabestruktur zusammenfasse und vielleicht brauche ich dann an diesem Knoten der Ausgabestruktur bestimmte Informationen, die ich sowohl im Web brauche, als auch im Print, als auch wie auch immer auf einer Webseite, nicht nur im Webshop, dann sagen, okay, wir greifen uns einfach diese Informationen, die es im PIM gibt,
aus dem PM ab und ziehen die in das Print-System rüber. Das ist der Vorteil der Freiheit, dass ich halt wirklich über die GraphQL-Schnittstelle an alle Informationen drankomme und kann dann entscheiden, was mache ich damit. Und das kann wirklich von Kunde zu Kunde, selbst von Publikation zu Publikation unterschiedlich sein. Aber man hat halt die Flexibilität, entweder mit der Excel-API, dass ich sagen kann, ich habe ein Excel aus allen Parametern, erleichtert mir damit die Pflege und das Pflegen der Daten, der Parameter im Excel, oder ich habe die Daten im PIM, wenn ich es halt wirklich an mehreren Kanälen brauche. Ja, Sie haben es richtig formuliert. Also, was Sie gesagt haben, 600 bis 800 Attribute, ne, pro Artikel oder Produkt. Pro Produkt, wie es jetzt aufgebaut ist. Jetzt ist ja die Frage, bin ich dann schneller, was die Performance betrifft, wenn ich es im PIM-System schon so weit runterbreche, dass ich nur das ausleite, was ich brauche? Oder holt sich die andere Seite erstmal alles, um dann zu entscheiden, was brauche ich? Eine Frage der Geschwindigkeit, der Performance. Das ist rein auch, was wir feststellen, ist wirklich reines Austesten. Ja. Macht es sinnvoll, wenn ich sage, mache ich um 800 Produkte zu bekommen und brauche von jedem Produkt 10 Attribute, mache ich die 800 Abfragen für die 10 Attribute oder mache ich eine Abfrage, die mir die 8000 Attribute macht und ich verarbeite diese 8000 Attribute in der Schnittstelle. Das ist reines Thema, wie schnell ist die Schnittstelle, wie schnell kann ich das verarbeiten. Das kann man auch, das haben wir auch gemerkt, man kann das nicht von rein zu 100% sagen. Das ist halt wirklich ausprobieren. Und das ist die Stoppuhr. Ja, genau. Also es ist die Stoppuhr, ja, und das ist auch Workflow. Workflow oder Prozesse bedeutet ja auch, wenn ich jetzt ganz genau weiß, ich drücke auf den Knopf und der erstellt mir 300 Seiten und der braucht dafür 3 Stunden und ich mache das morgens um 8, dann brauche ich nicht beschweren, wenn bis um 11 nichts mehr geht. Ja. So, vielleicht sollte ich das um 16.30 Uhr machen, wenn ich gehe. Weil dann habe ich morgens die frischen Daten. Da kommt ja das Vertrauen der Mitarbeiter dazu. Traue ich dem System, dass ich es morgens habe? Oder mache ich es lieber um 8 und gucke 3 Stunden zu? Das habe ich auch gemacht. Ich bin abends um 20.30 Uhr oder um 22 Uhr mal reingegangen und habe geguckt, ist er jetzt fertig oder nicht. Ne? Ja, ist so. Ja, aber das sind die ersten Schritte. So können Sie rangehen. Und das Schöne ist halt auch durch die Umstellung, was war uns auch noch wichtig, die Parallelisierung der Prozesse. Ja, das heißt, wir haben oft Übersetzung angesprochen. Das ist uns sehr wichtig. Warum? Haben Sie Erfahrung mit Übersetzungen? Ah, schön. Wenn Sie heute ein Projekt übersetzen lassen, eine PDF oder eine InDesign-Datei, und Sie bekommen ein Angebot, müssen es freigeben. Ich wette mit Ihnen, wenn Sie da reingucken und die Rechnung und die runtergranulieren, 10-15% ist reine Übersetzung. Der Rest ist Projekthandling, InDesign öffnen, über 500 Seiten Handling, Marktabstimmung, schieß mich tot. Über 80% betrifft gar nicht die Übersetzung. Was soll das? Das müssen wir rausholen. So ein Projekt, können Sie sich vorstellen, kostet auch Geld, steht ja oben, time is money, haben Sie relativ schnell drin, wenn Sie so viel übersetzen wie wir. Und dadurch haben wir Folgendes geschaffen. Wir haben einen 2.500 Seitenkatalog, vorher 9 Monate, machen wir jetzt in 4 Wochen fertig. Mit allen Übersetzungen. Das heißt, was hat sich denn verändert? Es hat sich verändert, dass hinter uns nicht mehr das Produktmanagement und der Vertrieb ist, sondern nur noch der Vertrieb, der sagt, ich möchte es gedruckt haben. Das war's. Jetzt treiben wir die Produktmanager und die sind total überfordert. Die wissen gar nicht mehr, wo sollen sie denn korrigieren. Und sie müssen auch lernen, Vertrauen ins System zu bringen. Und was bringt uns das Ganze, wenn wir es verkürzen? Weil wir wollen ja nicht jede 4 Wochen einen neuen Katalog machen. Der eine oder andere hat es schon angesprochen. Wir reden über Personalisierung. Print wird immer der Trigger sein, um Interesse zu erwecken. Vergessen Sie nicht eins, AIDA-Prinzip, da kommen wir immer her, Interesse zu erwecken für ein Produkt, zu sagen, hey, ich bin auch noch da, ich kann auch noch was. Dafür ist Print immer gut. Personalisierung bedeutet, da braucht man Ressourcen dafür. Und wenn die Leute immer nur mit Katalogen und Preislisten beschäftigt sind, da kriegst du nichts personalisiert. Und wie eben schon gesagt, InDesign ist halt InDesign. Bei einigen Dingen muss man halt immer den passende Workaround finden, gucken, wie geht man mit unverhofften Abstürzen um, wie kann man bestimmte Sachen abfangen, Optimierung von Tabellen, Optimierung von Ausgaben, gerade was Sprache angeht, Schwarzwechsel, Optimierung. Da haben wir ja viele Tage, viele Nächte reingesteckt in Tests, weil klar, einige Sachen laufen halt manchmal 12 Stunden und das Ergebnis ist halt nicht vorhersehbar. Dann muss man halt was anpassen, wieder warten. Und das war für uns eine extreme Herausforderung und eine Challenge zusammen, die wir mit Walter, glaube ich, ganz gut gemeistert haben, sodass wir jetzt sagen können, die Endergebnisse, die wir bis jetzt haben, plus das alles, was noch kommt, das passt soweit, das ist echt gut. Ja, genau das ist auch quasi das Ergebnis. Das heißt, wir haben jetzt alle möglichen Varianten der Publikation, die wir haben. Bis jetzt
haben, kennen, was jetzt noch zukommt. Wer weiß, weißt du, vielleicht wir noch nicht. Und alle Ausgaben erfolgreich ausgegeben, das heißt die entsprechenden Sprachvarianten gemacht mit den entsprechenden Automatisierungen. Und auch da, vorhin das Pareto-Prinzip angesprochen, auch immer von einem Template oder einer Ausleitung der Version 2.0 und der Version 3.0 eine Chance geben. Es ist selten, dass ein Word, es gibt halt immer noch Erweiterungen, die Word 1.0 ist schon fast über 20 Jahre her, besser gesagt, und auch die machen noch immer neue Features rein. Und das ist das Thema, was uns jetzt gerade noch umtreibt, Feintuning, das heißt, wie kann ich genau diese Optimierung, die wir jetzt haben, noch besser machen, noch einfacher in den Prozess, noch einfacher zu nutzen, weil teilweise habe ich halt gewisse Browser-Oberflächen-Dinge, die ich halt noch vom, ich sag mal, intuitiven Benutzen noch entsprechend ein bisschen fernhalten, zu schauen, wie kann ich halt noch mehr das für den Benutzer angenehm machen, dass ich halt noch einen breiteren Nutzerkreis in die Bedienung, in die Benutzung des Systems hereinbekomme. Ja, Lessons learned. Was haben wir gelernt oder auch ihr gelernt, Esan? Wir haben gewisse Gesetze, die jedes Projekt hat. Das heißt, Dinge, die schief gehen, sehr oft gehen auch schief. Murphy lässt grüßen. Und beide Seiten müssen extrem, gerade bei so einem großen Projekt, das es mittlerweile wirklich geworden ist, muss man sagen, es gibt Flexibilität und Einsatz. Und das sind viele Abende, Nächte, die wir gerade am Anfang zusammengesessen haben, telefoniert haben über Remote und sagen, zu gucken, wie kann ich halt wirklich mein Ergebnis, das ich haben möchte, entsprechend rauskriegen. Und wenn es Probleme gibt, die es in so einem Projekt in der Größe immer gibt, zu schauen, wie finde ich konstruktiv Lösungen. Konstruktiv für beide Seiten, konstruktiv zu sagen, immer halt das positive Ziel im Auge und sagen, wo will ich hin, wie komme ich dahin, was, wie gehe ich mit den Problemen um, die ich habe. Und da sind Dinge, die sind vorher nicht planbar, da muss man aber dann wirklich auf Augenhöhe sagen, okay, das war vorher vom Aufwand her nicht planbar, das war vorher vom Ergebnis nicht planbar und da findet man immer einen Mittelweg, um zu sagen, es passt für beide Seiten und man hat ein zufriedenstellendes Ergebnis. Und deswegen von unserer Seite kann man nur sagen, Kunde, der das Projekt mitlebt, das ist wirklich Gold wert und sagen, die halt wirklich auch aktiv mitgestalten. Das heißt, Anforderungen an uns stellen, Forderungen an uns stellen, um uns antreiben, aber auch dann dementsprechend selbst dazu bereit ist, wirklich Prozesse umzudenken, Prozesse anzupassen, sich halt wirklich in neue Systeme, in neue Abläufe zu integrieren. Auch da Ideen haben, die wir, weil wir von der anderen Seite kommen, vielleicht gar nicht haben. Wir schauen, wie kann man wirklich diese Ideen dann in das Ganze mit reinbringen. Und das war für uns eine extrem positive Erfahrung in dem Projekt. Und ja, InDesign ist wie ein Auto. Auto kann man Hubraum auch nur durch mehr Hubraum ersetzen. Genauso geht es bei InDesign. Ich kann Instanzen nur noch durch mehr Instanzen ersetzen, wenn es halt wirklich im Endeffekt um das Thema Performance geht. Und wir haben mit 4 Instanzen angefangen, gemerkt, je mehr Leute das System nutzen, je mehr parallel wird, desto mehr parallele Instanzen brauche ich. Habe ich natürlich Anforderungen an die Infrastruktur, was Hardware angeht. Ich habe aber auch Anforderungen an meine Vorsysteme. Das heißt, wenn ich an der GraphQL-Schnittstelle, an Step, plötzlich 10-mal so viele Anfragen stellen kann, wie geht das System damit um? Bekomme ich halt entsprechend auch die Rückfragen in einer adäquaten Zeit, dass ich sagen kann, das, was ich an Mehrleistung reinstecke, kriege ich das hinten überhaupt raus. Und das sind halt wirklich empirische Dinge, die wir gelernt haben, wie man mit solchen Dingen umgehen kann. Ich glaube, wichtig ist auch zu erwähnen, da brauchen Sie auch Leute, die mit InDesign arbeiten können, die einfach das Werkzeug auch beherrschen. Wenn die das Werkzeug nicht beherrschen, können sie auch kein Feedback ihnen geben. Wenn sie kein Feedback geben können, können sie es nicht verbessern. Und das ist wichtig, dass da einfach ein Kunde, der mitlebt an dem Projekt, das ist wirklich Gold wert, klar. Aber auch Leute mit Erfahrung auf der anderen Seite, dass die Kollegen bei Graphicon die Erfahrung haben, das ist klar. Dass es einige Partner hier gibt, die Erfahrung haben, das ist auch klar. Aber die Kunden brauchen die Erfahrung, weil sonst sagen die, ich will ein Auto, kommt ein Trabi, Auto, kannst du fahren. Ja, ich habe mir einen Porsche vorgestellt, dann kommt ein Porsche Traktor und jetzt, den kannst du auch fahren. Also was möchtest du? Ja, der Fahrer muss es auch sagen können. Also sehr schön auch mit dem Auto, kann man sich das gut vorstellen. Der muss sagen, welche Strecke möchte ich denn fahren und wie möchte ich es denn fahren und mit welcher Geschwindigkeit möchte ich es denn fahren. Möchte ich es bei Regen fahren, möchte ich es im Schnee fahren? Das ist alles sehr wichtig. Und last but not least, mit Komet lassen sich geile Projekte realisieren. Können wir nur zustimmen. 2020 haben wir euch kennengelernt, wir haben Komet kennengelernt. Wir haben gesehen, hey geil, das Ding macht es im InDesign, super. Einer, der mal über InDesign redet und nicht über irgendwelche Koordinaten. Ja, damit können die Leute arbeiten, die verstehen das Werkzeug. Und wir sind sehr happy soweit. Ja, perfekt. Und das war's auch schon. Daher,
Time for questions. Teilweise sind schon Fragen gekommen, wenn noch Fragen sind. In welcher Zeit haben Sie das Projekt umgesetzt? Iterativ haben wir es in den ersten 6 Monaten umgesetzt. Es war Mai 2020 bis September, Oktober 2020 der erste Schuss. Okay. Ja. Für relativ kleiner. Da haben wir dann festgestellt, dass wir Probleme haben mit den Sprachen. Und dann im April 2021 war schon die erste Version auf der Strecke mit Sprachen. Da war aber ein kleiner Katalog mit 500 Seiten bloß. Und dann kam natürlich der 2.500 Seite dann letztes Jahr im Herbst. Das war dann eine harte Sommerzeit, das kann ich Ihnen sagen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben den Katalog 8-mal produziert, bevor wir ihn dann einmal richtig produziert haben. Ja. Wir haben ein Blätterkatalog-System, wo wir die PDF hinterlegen, genau. Genau. Also wir haben Folgendes ermittelt, seien Sie mir nicht böse, aber ich komme so aus dem Printbereich auch und da haben wir halt Folgendes auch ermittelt. Der Unterschied zwischen einer Web- und einer Printversion sind nur 5%. Also die Printversion ist eigentlich, die Webversion ist eigentlich Abfallprodukt von Print, ja, genau. Letzten Endes. So, und egal, auch wenn wir wissen, wir drucken es nicht, alle unsere PDF wären druckbar. Ja. Weil er weiß ja nie, wer um die Ecke kommt und sagt, oh, aber für Japan brauche ich unbedingt den Aerospace-Katalog. Noch eine Frage. Welche Erfahrungen haben Sie mit den QR-Codes gemacht? Das fand ich eben ganz interessant. Also Print im Prinzip als Brücke zu online zu nutzen. Ist das irgendwie messbar gewesen, wie viele Kunden darauf zugegriffen haben? Ja, erstaunlich viele. Und wir haben jetzt für diesen aktuellen Katalog, der jetzt rausgekommen ist, auch noch einen Kampagnencode hinterlegt, dass wir es noch besser messen können und runterbrechen können. Ja. Das haben wir gemacht, weil wir vorher die Zahlen gesehen haben und gedacht haben, oh, holy shit, da geht ja was. Wir konnten es runterbrechen auf die einzelnen Produkte, aber wir konnten es nicht runterbrechen auf die Publikation. Und deswegen haben wir jetzt eine Kampagne von, ich weiß nicht, ob es Google oder Marketo ist, ich glaube Marketo, angehängt. Und das war auch bei der Umsetzung so gewesen mit den QR-Codes, dadurch, dass die halt ja eine Zusammenfassung von vielen Produkten sind, die in diesen Einspalten sind, die sind auch dann halt komplett dynamisch erstellt. Das heißt, es wird dann quasi so ein Oberprodukt erstellt für diese Gruppierung und genau dieser QR-Code wird dann halt zur Laufzeit in Komet dynamisch erstellt. Die gibt nicht vorher, weil diese Gruppierung vorher nicht bekannt ist im PIM-System, weil sie so gar nicht gibt, wird dieser QR-Code genau für diese Laufzeit entsprechend dann generiert im InDesign über Komet und dann entsprechend ausgegeben. Mhm. Danke. Sie hatten erwähnt, dass die Kataloge ja nicht gedruckt werden, sie aber druckbar wären. Wie gehen Sie da mit Seitenumfängen um? Also im Vorfeld in der Planung, man sagt ja, vielen Dank für diese Frage. Bevor wir auf den Kometen gegangen sind, vor 2020 hatten wir einen halbautomatisierten Katalog. Herr Klaus, Dietmar Klaus, Sie können sich daran sehr gut erinnern. Da haben wir Seiten gekriegt und wir wussten bis zum Schluss nicht, wie viele Seiten wir eigentlich haben. Geil, oder? Jetzt gehst du mal zum Drucker, wir drucken einen Katalog. Ich habe keine Ahnung, wie viele Seiten ich habe. Seitdem wir das haben, ermitteln wir das und wir achten natürlich auf den 16er oder auf den 4er Seitenumbruch dann. Füllen entsprechend mit Notizseiten oder auch mit Bilderseiten. Aber wir geben darauf Acht. Es gibt natürlich das ein oder andere Projekt, da weißt du ganz genau, es wird nie gedruckt. Na, ich denke, dann hat es halt 9 Seiten. Schon eine PDF. Und wie wird es ermittelt? Also man ist es eine Standardfunktion, die wir da haben? Nee. Oder? Nee. Ah, das heißt, wir schauen. Und man sagt, wir müssen das jetzt in 3000 Seiten packen. Wir bauen unsere Struktur einmal auf. Also Sie haben gesehen, 5 verschiedene Produktbereiche, die werden nochmal geklustert in 3 verschiedene Unterbereiche jeweils. Und dann werden diese ganzen Sachen aufgebaut einmal. Und dann werden die Produkte entsprechend reingezogen. Wir haben über 250 Dateien teilweise. Wird es einmal generiert und danach lassen wir ein Skript runterlaufen und haben eine Seitenzahl am Ende. Das heißt, wir schauen automatisch bei den Seitenzahlen, wenn wir das Ganze generieren mit Indexverzeichnissen, mit Artikelregistern, schauen, auf welchem Raster sind wir gerade, welches Raster soll für den Katalog verwendet werden und dementsprechend werden dann automatisch Füllseiten aufgefüllt, entweder vor den Kapiteln oder ganz am Ende, je nachdem, wie es abgestimmt ist, um dann das entsprechende Seitenraster zu erreichen. Wenn es zu viel ist als gewünscht, dann wird Sortiment gestrichen? Oder? Ich schmeiß mal raus. Okay. Knallhart. Danke. Weitere Fragen? Dann vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Und vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für Ihre Zeit. Okay.